Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Heute geht's um den Kleinkram. Den Kleinkram, den ich ja in der letzten Woche schon schön beendet habe, wo manche liebe Abonnenten oder manche lieben Kommentatoren unter meinem Video gesagt haben, Mensch, ist eine gemütliche Ecke geworden, gefällt mir ganz gut, ist ein nettes Teilchen geworden. Möchte ich heute natürlich noch mehr ins Detail reingehen. Ich hatte es ja schon gesagt, dass da noch einiges fehlt. Und damit recht herzlich willkommen bei Tränendreams. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für dich da. So auch heute. Und wir sehen zum Hintergrund schon die Laternchen. Natürlich, das Licht hat noch gefehlt. Ich habe ja die Straße da angebracht. Da fehlen natürlich jetzt die Laternchen noch, die da angebracht werden oder bemalt werden. Das sind ja einfach nur Plastiklaternchen. Ich habe sie am Anfang gezeigt, eben kurz. Das waren ja 5 oder 6 verschiedene Typen, die zur Auswahl standen, die ich hatte. Habe mich letztendlich für diese einfache Variante entschieden. Die, finde ich, passt sehr, sehr gut zu diesen Gebäuden, die da stehen. Die anderen wären entweder zu verschnörkelt gewesen oder zu... Ja, weiß ich nicht. Das hat einfach nicht gepasst. Und hier habe ich gesagt, okay, das passt. Zumal ja vorne noch ein kleines bisschen wie eine Art Park rankommt. Und da passten die recht nett. Natürlich werden die bemalt. Die haben mir geglänzt wie eine Speckschwarte. Also werden sie bemalt mit grüner Ockerfarbe. Olivfarbe meine ich natürlich. Ocker, naja, ist egal. Und ja, hat zu dem linken Haus ganz gut gepasst. Nämlich hier, wo die Fenster auch so alle grün sind. Und habe das dann entsprechend danach gestaltet. Habe die ein bisschen verrostet und gemacht. Und als ich dann eben verrostet habe, habe ich gedacht, okay, das Geländer könnte auch noch ein kleines bisschen Rost gebrauchen. Also habe ich es auch gleich mit dran gemacht. Und als ich das so schön bemalt habe, habe ich entdeckt, dass da vorne, wo ich jetzt gerade den Spachtel rangeschmiert habe, da fehlte noch irgendwas. Da schwebte die Sperrholzplatte so ein bisschen. Da habe ich gedacht, okay, das musst du einfach erst ein bisschen verschmieren. Dann wurde das ein bisschen bemalt und dann ist gut. Und dann war das unsichtbar, die ganze Angelegenheit. Der eine oder andere kann sich vielleicht erinnern, in der letzten Folge habe ich ja dieses Paket mit dem Traktor aufgemacht. Und das kann natürlich nicht so bleiben. Der quietschte ja vor Grün und Rot und hat natürlich eine sehr, sehr einfache Bauform. Da ist nichts Besonderes dran. Aber ich sage mal, mit ein bisschen Farbe und Geduld und Liebe kann man auch daraus was machen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Bagger, die ich gebaut hatte. Habe ich ja ähnlich gemacht. Das muss einfach nur schön bemalt werden. Der Schlamm von diesem Schlammweg, den ich vorletztes Video gezeigt habe, der wird natürlich hier aufgegriffen, um auch sowieso diese glänzenden Räder oder Reifen da ein bisschen wegzukriegen. Habe ich aber nachher alles noch matt zum Schluss grundiert. Den Sitz habe ich hier so in Schwarz-Rot gemacht. Das ist die gleiche Farbe, wo ich immer sonst meine Ziegel mit bemale. Passt. Ja, also das ist gut. Das Einzige, was ich nicht baue heute, sind die... Guck mal hier, ist das nicht süß? Das passt doch, ne? Und guck mal, der ist so klein. Das ist ja eigentlich so ein ganz lüttes Ding. Guck mal. Ich habe mich da so drüber gefreut, wo ich es gemacht hatte. Ich hatte es ja schon angeteasert, dass ich das machen werde, dass so ein bisschen Heu drauf kommt. Das Gleiche, was in dem Pferdeunterstand ist. Aber wenn man sieht, wie groß die Pipette dagegen ist, ist das schon wirklich ein winziges kleines Teilchen. Und es hat mich gefreut, es hat mir Spaß gemacht zu bemalen. Und dann war auch gut. Was ich jetzt mache, ist hier Alkohol draufgeben, damit ich im Anschluss dann meinen Weißleim draufbringen kann, mein Wasser-Weißleim-Gemisch. Ne? Und deswegen habe ich da Alkohol drauf gemacht, dann zieht der Leim dann wirklich schön schnell ein und gut ist. Ja, die Laternchen habe ich zum Schluss auch noch mit schwarzem Wash übermalt. So, dass die natürlich so ein bisschen nicht diesen scharfkantigen Look haben, wenn ich das bemalt habe. Wenn du da Rost drauf malst, wie ich es ja vorhin gemacht hatte, dann ist das so scharfkantig halt irgendwie. Kann man schlecht erklären. Muss man wahrscheinlich auch live sehen oder hier vor Ort sehen. Dann ist das eine ganz andere Möglichkeit, als jetzt hier immer im Video so ein bisschen rüberzubringen. Ist aber so, kann man nichts machen. Die Autos sind Platzhalter, die habe ich jetzt tatsächlich, die sollen so nicht dahingestellt werden. Das sind wirklich nur Platzhalter, um eben entsprechend die Parkplatzgröße jetzt auszutüfteln. Das heißt, da sollen an der Stelle 2 Autos hin. Die baue ich heute allerdings noch nicht. Die werden auch separat bemalt. Das habe ich einfach nicht mehr geschafft. Passiert. Und habe dann mir vorher ausgemessen, ihr habt es gesehen, den Durchmesser der Laternchen unten und konnte dann diese 3 Laternen hier positionieren. Hier musste ich schräg durchgehen. Man sieht es ja, es ist ein Modulende. Und da überlappen die Module so an der Seite ein bisschen. Deswegen schräg rein und dann passt das auch alles. Keine Riesensache. Die Kabel fädle ich natürlich mit so einer kleinen Hülse hier durch. Ansonsten schaffst du das nicht, weil da sind ja, so Styrodurplatten drunter. Ne? Erde und Spachtelmasse und was weiß ich nicht alles. Macht sich gut, kein Problem. Übrigens, das Modul sitzt jetzt hier an der Stelle schon wieder auf meiner Modellbahn drauf, weil
dieses Modul ist leicht nach links geneigt und leicht nach unten geneigt. Deswegen ja auch die Häuser, die so auf solchen Plattformen sitzen, ja. Und damit die Laternen gerade werden, habe ich das direkt auf der Modellbahn gemacht. Habe das trocknen lassen, habe da diese kleinen Klammern dran gemacht, damit die eben in der perfekten Position stehen. Und dann konnte ich den ganzen Spaß einfach mal mindestens 24 Stunden stehen lassen. Denn es war ja auf der MOBA, ich konnte es nicht mehr runter machen, ging überhaupt kein Problem. Ging überhaupt nicht, also es war ein Problem und ja, es war ein Problem. Ja, und dann ging es nach unten. Jetzt musste die ganze Sache natürlich angeklemmt werden. Das ist in dem Fall eine ganz einfache Geschichte. Ich habe ja sowieso diese Balken, diese Buchsenleiste da unten dran, wo der Stecker rankommt, damit ich das ja verbinden kann mit der Modellbahn. Ist ja ein abnehmbares Modul und habe das dann auf 4 Pole aufgesetzt. Das heißt, die Pluspole wurden alle zusammengenommen und die Minuspole sind getrennt. Denn die Platinchen, wo ich die Laternen, sagt man, animieren dazu, ihr wisst schon, dass die flackern halt, die Laternchen, ja. Das muss eben über den Minuspol erfolgen. Angeklebt habe ich das Ganze wieder mit UV-Leitkleber, das macht sich wirklich gut, weil du hältst das Kabel ein bisschen verkrampft in so einer bestimmten Position da fest und kommt UV-Kleber drauf, bist du innerhalb von 2 Sekunden fertig. Musst also nicht lange irgendwo festmachen oder mit Sekundenkleber, das ist alles Quatsch. Das macht sich mit UV-Kleber wirklich gut. Natürlich habe ich ja gesagt, da kommt ein kleines bisschen Park vorne dran, ist natürlich alles sehr, sehr klein. Man sieht es mal so ein kleines bisschen in der Übersicht. Habe da Grasstreu drauf gemacht, habe da wieder ein paar helle Flecken mit reingemacht und musste mich natürlich jetzt entscheiden, wo kommen die Bäume hin? Ja, also das ist mal so eine kleine Sache, die natürlich ein Modul oder ein Diorama-ähnliches Modul aufwertet. Bäume, Büsche, alles was dazugehört, Gras sowieso habe ich ja schon da. Und da müssen natürlich die Positionen der Bäume, ihr werdet es alle selber wissen, die Modellbahner sind, das muss wohl ausgedacht sein. Du kannst da nicht irgendeinen Baum irgendwo hinstellen, das sieht dann vielleicht doof aus. Und deswegen habe ich zum Beispiel da eben die Tannen hingesetzt, da vorne so eine Art Weide. Dann diese großen Laubbäume, die ich ja hier habe, die habe ich ja vorher mit meinen, das sind hier, die Fichten, Kiefern da, was ich gebaut habe, habe ich die damals mitgefärbt. Das heißt, die sind eigentlich viel, viel hellgrüner, unschön irgendwo, ja. Und hier kommt jetzt wieder mein Buschwerk, was ich vorbereitet habe. Ein kleines, Grasgebilde da mit Stängeln. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich finde es mal einfach nett, da mal immer ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, mal was anderes reinzusetzen. Und habe jetzt hier mein berühmtes, selbstwachsendes Grünzeug reingemacht. Das kennt ihr, die meisten von euch schon, das wird dann mit diesem Kleber behandelt und dann fängt das an zu dampfen. Das sollte man nicht einatmen, das ist sehr, sehr, ich sag jetzt mal ätzend, ich weiß nicht, ob das ätzend ist, aber es stinkt ätzend. Und das sollte man nicht, ich habe mal ein ganz kleines Weh, obwohl ich eine Abluft über meinen Basteltisch habe, mal was ins Auge bekommen, das hat getränt, das hat, also Gottes Willen, passt da bloß auf, wer das nachmachen will, macht das wirklich vorsichtig, Abluft im Raum sorgen und ja, vielleicht sogar einen Atemschutz extra noch tragen und auch eine Art Brille, ja, habe ich mir jetzt auch angewöhnt. Ist besser. Also das ist ein giftiges Zeugs. Ich weiß nicht, ob das giftig ist. Keine Ahnung, aber ich kann es mir halt vorstellen, weil der Busch, der wird richtig heiß und wie auch immer. Okay, so viel zum Arbeitsschutz von meiner Seite. Passt einfach auf. Viele machen es ja nach, haben mich ja schon angeschrieben und haben da auch das Zeugs bestellt und sind auch recht zufrieden, wie ich mitbekommen habe. Ich muss allerdings immer sagen, dass ich die Büsche danach, wie man hier gerade sieht, immer noch ein bisschen bemale. Ja, weil die wirken sonst mir zu grell, zu kräftig. Ich weiß, viele von euch mögen das, die haben das so, aber ich mag mehr gerne so diesen olivgrünen Ton irgendwo auf der Modellbahn, weil das sieht für mich irgendwo alles stimmiger aus. Aber bei mir, ja, ich baue ja alles sowieso ein bisschen trist, ein bisschen dunkel, ein bisschen wie auch immer. Es ist ja doch die Steampunk-Dieselpunk-Anlage und da muss alles ein bisschen dunkel gehalten werden. Viele von euch haben ein bisschen freundlichere Anlagen. Gut, die brauchen es vielleicht nicht nochmal bemalen, aber ich mache es ganz gerne, zumal ich da mit verschiedenen Farbpigmenten arbeite. Ich tupfe da verschiedene Farbsachen auf. Es ist natürlich, wie auch immer schon gesagt oder vorhin schon gesagt, wenn man live davor steht,
sieht das Ganze ganz anders aus. Die Farbnuancen, die kleinen Braun- und Grüntöne, die ich da irgendwo reinbringe, die sieht man eigentlich in echt besser als mit der Kamera, auch wenn ich oft mit dem Zoom richtig reinhalte, richtig draufhalte. Dann, ja, es ist schon gut zu sehen, muss ich dazu sagen. Ich achte da schon irgendwo drauf. Aber man sieht es halt doch besser, wenn man direkt vor der Modellbahn steht und sich das Ganze irgendwo anschauen kann. Dann habe ich natürlich alles angeschlossen. Ich habe die Lichter ran gemacht. Das ist also eine nette Sache. Ich habe es hier mal im Anzustand mal gezeigt und habe auf der rechten Seite von dem Modul und dahinter, bei der roten Brücke hier, habe ich dann noch entsprechend die Bäume platziert. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Ich habe das Gras da ausgesät und habe dann eben verschiedene Bäume noch hingebracht, dass ich so endlich mal den Bereich rote Brücke und das Modul hier vorne abschließen kann und mich dann weiter nach links auf der Modellbahn durcharbeite. Ich muss mal sehen, was wir nächste Woche machen. Es müsste ja der Bereich noch oberhalb dieses Moduls gemacht werden und dann geht es natürlich irgendwann mal auf die komplett andere Seite der Modellbahn, nach oben links. Das ist eine Art Sackbahnhof, der da entstehen soll, Güter und sowas alles. Und das, da könnt ihr euch drauf freuen, das kommt also in nächster Zeit. Ich muss mal sehen, wie das über den Sommer weitergeht. Ich sende ja sowieso durchgehend, ihr wisst das. Aber ich weiß, dass viele von euch im Sommer gar nicht aktiv sind und gar nicht gucken. Und das wäre natürlich ein bisschen schade, wenn sie das verpassen würden. Aber ich bringe natürlich, ich habe so viel vor, alleine schon die riesige Brücke, die hier links von mir gebaut wird. Und ja, hier auf der Seite. Links. Für mich ist es gerade links. Und da kommt noch wahnsinnig viel. Freut euch drauf. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bis nächsten Freitag, 16 Uhr, bin ich wieder für euch da. Tschüss.